Und jetzt haben wir eine Parodie, die ich selber noch nicht gesehen habe, die aus der Regie kommt. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 50 geworden, sah aber schon genauso alt aus wie heute. Studierte damals die Sonderangebote vom Getränkemarkt, als die zweite Welle kam. 50. Und in diesem Alter, da will man doch mit den Jungs auf Kegeltour, mit dem E-Bike 20-Jährige demütigen, zur ersten Darmspiegelung, halt sowas. Oder eine jüngere Freundin. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und machten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige, wir machten eine Flasche Bier auf. Und dann noch eine und noch eine. Waren breit wie ein Biberschwanz. Voll wie 100 russische Strandhaubitzen, tranken sogar warmes Bier, weil wir zu faul waren, es kalt zu stellen. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften sogar von innen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Theke war der Schützengraben und unser Durst war unsere Waffe. Wissen Sie, manchmal kriege ich fast ein bisschen Sodbrennen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Alkoholikern. Damals, in diesem Corona-Winter 2020. Du Helden und trinkst zu Hause voll gegen Corona. Es ist einfach zu geil. Ihr habt den Link. Es ist einfach zu hart. Es ist einfach zu hart. Es ist einfach. Danke, liebe Regie, ihr seid göttlich. Also wirklich, danke. Das ist so geil. Das ist so geil.